Also ich hatte das erste Mal mit dem IPE zu tun, da war ich um die 8 Jahre alt. Das war ein Gruppencoaching. Da waren wir eben in einer großen Gruppe. Also große Gruppe waren vielleicht 7 Leute, saßen dann da und wurden dann eben alle nochmal einzeln gecoacht und hatten dann auch eine kleine Gruppensitzung mit Fantasiereisen und allem drum und dran. Und was mir wirklich geholfen hat, war einmal, da war ich 12 Jahre alt, das war, es ging ums Thema Schule und zwar um Mathe. Da hatte ich große Probleme, weil ich schultechnisch, notentechnisch war es nicht gut. Ich stand auf 5, meine ich, und dann habe ich einfach das Problem gehabt, gar nicht, dass ich den Stoff nicht hinbekommen habe, sondern einfach in dem Moment, wo ich mich dann da dran gesetzt habe, habe ich es nicht mehr machen wollen, weil in mir drin, da ich war einfach sehr wütend und da hatte ich keine Lust mehr gehabt, so, nee, ich mach's nicht, und dadurch ging es halt immer weiter runter. Und dann saß ich da im Coaching und dann hat mir das eben dahingehend geholfen, dass ich gemerkt habe, also ich habe Mathe zwar nicht besser gemacht, aber ich habe es gerne gemacht. Also ich saß da nicht mehr da voller Wut und habe gesagt, oh nein, scheiß Mathe, sondern ich saß da und dachte mir, okay, ich mache das jetzt, weil ich es machen muss und weil es mir weiterhilft. Und so kam es dann dazu. Es war einfach weg. Also es war nicht mehr da, es war befreiend. Es war eben die Last war nicht mehr da. Ich saß da und dachte mir einfach, ich muss Mathe nicht mögen, aber es das heißt ja nicht, dass ich es auch hassen muss. Und diese Last, einfach diese Angst und Druck eben von diesem Lehrer auch aus und von das Gefühl, dass ich einfach gar nicht mehr weiterkomme, wenn ich jetzt ohne Hilfe, dass ich sage, ohne Hilfe schaffe ich es nicht, weil ich einfach so weit unten war in dem Moment. Und dann eben nach diesem Coaching, nach diesen Methoden hatte ich dann einfach das Glück, dass von mir eben diese gesamte Last runter war und ich einfach gemerkt habe, hey, ich schaffe es auch so. Ich mache es einfach und es kann trotzdem funktionieren. Nach dem Coaching hatte ich das mal, dieses befreiende Gefühl. Da saß ich bei mir einfach zu Hause und habe dann Arbeiten wiederbekommen ich meine, das waren 2 Arbeiten, das waren Deutsch und Französisch. Beide Arbeiten liefen nicht so gut und dann war ich einfach saß dann auf meinem Bett und war einfach ein bisschen unten. Und dann bin ich einfach aufgestanden und habe dann eben mit dem Restepping ist das, dann laufe ich ein bisschen und dann kann ich es einfacher verarbeiten, dann laufe ich und habe dann einfach diesen Stress nicht mehr, diese Panik, sondern bin einfach wieder vollkommen da und vollkommen wieder befreit. Und was ich sehr positiv finde, ist immer noch, ich sitze da im Coaching oder saß da im Coaching und habe einfach den Vorteil, dass ich eben mit einem ganz normalen Menschen mich unterhalten kann. Ich unterhalte mich nicht mit jemandem, der irgendwie eine Autoritätsperson ist, mit der ich irgendwie, die ich sofort siezen muss oder bei der ich denke, kann ich der Person das erzählen, sondern meinem Coach kann ich einfach alles frei vom Herzen erzählen, ohne dass ich Angst haben muss, dass meine Eltern das erfahren könnten oder dass die Schule damit eingeschaltet wird, sondern ich weiß, ich habe in diesem Coach eben eine super Vertrauensperson.